hier in der Kavalierstraße, das ist nicht weit entfernt, saßen wir an diesem 9. November abends zusammen bei Christoph Pillmann in der Wohnung und haben am Programm fürs neue Forum geschrieben. So, hatten einen Fernsehapparat laufen gehabt, war ja alles sehr aufregend in der Zeit, sahen das Interview von Schabowski und wir haben das, glaube ich, nicht so bewertet, dass das jetzt sofort gelten würde. Ich glaube, so kurz vor Mitternacht kam ein Freund rein und hat gesagt, seid ihr verrückt, ihr sitzt hier und schreibt Papiere. Die böse Brücke Bornholmer Straße ist auf, die Leute gehen in den Westen, ja, es ist auf. Und wir haben gesagt, das kann nicht wahr sein. Ja. Bin nach Hause, habe meine Frau geweckt und bin mit meiner Frau zur Bornholmer Straße.